Na gut, dann werden wir halt anders danach suchen müssen. Jetzt hätte ich noch gerne einen Händler. Sprechen wir nochmal an. Ne, hat nichts Neues. Na gut, dann. Wie sieht es mit Inventar von Immuen aus? Durch plus 1, der kann verkauft werden. Das kannst du Shahira. Oh, voll. Na gut, ich schicke dann mal Immuen los, hier im Dorf sich ein bisschen umzuschauen. Absonderliches Volk, das ihr euch Okay. hier herumtreibt. Also eigentlich haben es Halblinge nicht so sehr mit Besitztümern, also dürften wir hier rumstreuen, wie wir wollen, aber er hat uns gleich angesprochen. Was in allen neuen Höllen macht ihr hier in meiner Höhlenbewohnung? Okay, ganz schön rüpelhafter Halbling. Ich weiß nicht, warum ihr hier seid, aber allen Annahmen über die Gastfreundschaft von Halblingen gelten nicht für mich. Wenn jemand bei mir einbricht, töte ich ihn. Okay. Irgendwie riecht es in eurem kleinen Loch nach Kobold. Ich frage mich, woher das kommt. Ich dachte, Halblinge hassen Kobolde. Oje, jetzt habt ihr mich ertappt. Ja, ich habe die Kobolde in unsere kleine Stadt gelassen. Verbrecher? Okay. Es ist nur schade, dass ihr das niemandem mehr erzählen könnt, weil ihr sterben werdet. Eventuell werden wir das sogar, weil Immuen ist hier alleine drin. Also Kurzschwert, rauf da. Und der Rest sollte jetzt möglichst schnell da reinlaufen. Schauen wir mal, wie Immuen sich schlägt. Nutzen wir mal den Stab. Oh, so weit, so gut. Wo sind die anderen? Ja, Gerogon, komm, rette die Maid in Not. Da runter. Schnell, 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 schnell. Und ja. Alle Mann rauf da. Prügelt ihn nieder. Dafür, dass sechs Leute auf ihn einschlagen, hält er aber gut was aus. So. Schauen wir doch mal. Also, er hat die Kobolde in die Stadt gelassen. Das kann nicht gut sein. Und da ist auch ein auffälliges Regal. Aber wo wir schon mal hier sind, Immuen, walte deines. Ey, du bist nicht Immuen. Walte deines Amtes. So. Ne. Was haben wir da noch? Sieht alles aus wie in so einem Puppenhaus hier. So viel kleiner sind die Halblinge nun wirklich nicht. So, und da ist eine Falle dran. Oder ist das nur, um zu zeigen, dass es da reingeht? Ah, okay. Na gut, dann heilen wir uns mal hoch und schauen, was er im Keller hat. Was für eine Rüstung hat er eigentlich? Ja, das ist mir auch eben vorhin aufgefallen. Sie hat noch die ganz billige Lederrüstung an. So, jetzt hat sie wenigstens eine Rüstungsklasse besser. Aber runter geht's. Ein komischer Keller. Muhaha, Winzlinge wollen mit mir kämpfen. Gut. Ja, das scheint wohl nicht sein Keller zu sein. Wir sind gekommen, um eurer niederträchtigen Tyrannei ein Ende zu bereiten. Ihr und eure Lakaien werden Gulliken nicht mehr belästigen. Ihr sollt sterben. Ha, ich bin bereit, Blut zu sehen. Euer Blut. Ihr geht in die Falle, wie alle anderen auch. Nervende Halblinge und Helden landen im Kerker. Aus ihnen ist mehr herauszuholen als aus einfachen Halblingen. Los, wir kämpfen. Ihr werdet sterben und ich kriege alles, was ihr habt. Das werden wir doch mal sehen. Also ist auch ein Ogre Magus. Wie der mit der Wassernymphe. Das heißt, wir werden versuchen, ihn schön schnell zu unterbrechen. Ah, sie hat keine Blitzstrahl, würde hier Ping-Pong spielen und uns alle umbringen, das ist nicht gut. Feuerball ist auch zu eng. Ja, Düne hier bleibt erstmal an der Seite. Gerogon, Khalid und Minz drauf da. Und Shahira spricht eine Segnung. Okay, kannst auch kurz mit draufhauen. Und er kommt da nicht raus. Okay, Shahira, mach mal Platz. Dann sprich mal deine Feuerklinge.
so weit, so gut. Er hat aber auch keine Heilzauber mehr. Trinkt mal einen Trank. Warum schießt du nicht? Schieß mal da drauf. So. Oh, da ist noch einer. Ich wette, wenn wir hier so langlaufen, kommen noch mehr, aber verstecken können wir uns nicht wirklich. Na gut, rauf da. Die Kobolde sind nicht so schlimm. Oh. Das meinte ich mit Blitzpingpong. Ja, nee. Ja, das sind wieder zwei permanent tot. Das geht nicht wirklich. Laden wir mal. Ja, gut. Also, das ist gerade nicht passiert. Wir sind gerade nicht vollkommen zerstört worden von einem Blitzstrahl. Können wir uns hier ausruhen? Sie sollten hier nicht rasten. Nee. Sie sollten ein Gasthaus finden. Dann gehen wir kurz raus. Und versuchen da zu schlafen. Aber in solchen engen Räumen Blitzstrahl ist echt übel. Theoretisch könnten wir das zu unserem Vorteil ausnutzen. Also wir gehen einfach runter, schmeißen ein, zwei Blitzstrahle rein mit dem Stab und gehen wieder raus. Und warten einfach eine halbe Stunde. Dann gucken wir, was noch steht am Ende. So. Wieder runter. Und jetzt bereiten wir uns so vor, wie wir es eigentlich hätten machen müssen. Das heißt, er spricht Schutz vor Bösen. Sie spricht die Segnung jetzt schon mal aus. Düne hier kann nicht wirklich irgendwas machen. So, noch die Feuerklinge. Und runter da. So. Das haben wir vorhin genommen. Fertig. Alle rauf da. Und Düne hier unterbricht schnell. So, gut, gut. Und tot. So muss es laufen. Mit der Magier da unten. Da bist du. Blitzstrahl auf dich. Ha! Ja, jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Blitzstrahl nicht zurückkommt und, uns umbringt. So, schön, schön in die Ecke und warten. Einfach warten. Wir hören keine Schreie, das ist schon mal nicht so gut. Aber auch keine Blitze. Das müsste es gewesen sein. Uffala. Ja, zwei Magier direkt hintereinander. Das kann schon garstig werden. Jetzt speichern wir nochmal ab. Und gucken mal, ob wir irgendwo einen vorschicken können, geschlichenerweise. Ah, da ist der tote Magier. Nee, na gut. Hoffen wir, dass einfach mal kein dritter Magier noch um die Ecke ist. Kobolde, ja, Kobolde sind kein Problem. Und Grillion sind auch okay. Solange keine Blitze schmeißen und Magier mehr kommen, ist alles okay. So. Ist hier noch was? Das muss auch komisch für die gewesen sein. Wenn sie hier in beiden Löchern hocken, der Magier in der Mitte, wird sie kommt ein Blitzstrahl angerauscht und der Magier kippt um. Und die bleiben einfach stehen. Na gut. So. Und wir haben keine Fernkämpfer mehr. Das ist echt ärgerlich. Also nur noch Immolen, aber ein Fernkämpfer ist nicht wirklich viel. So, haben wir langsam alle Kobolde getötet. So. Schauen wir mal kurz nach der Beute, Immolen. Oh, Feuerball. Bitte, bitte, lass es diesmal klappen. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. So, Shahira redet schon wieder von der Wunde in Mutter Erde. Das hatten wir letztes Mal bei der Hellebarde. Also in dieser Höhle. Na gut, bitte lass es klappen, bitte lass es klappen. Ja, schön, schön. Da wartet der Feuerball auf uns. Das wird das Leben wesentlich einfacher machen. Weil der Stab ist schön und gut, aber der hat eine gewisse Anzahl an Ladungen. Blitzstrahl ist natürlich auch super. Kommt alles gleich zu Düner hier. Noch ein bisschen Gold, Tränke. Noch eine Robe, die kann sie auch identifizieren. Und dann gehen wir erstmal wieder raus hier.
weil das scheint recht groß zu sein. Und wenn der Anfang schon so schwer ist, dann wollen wir nicht wissen, wie der Rest aussieht. Aber wir können uns auf jeden Fall merken, hier gibt es noch gut was zu holen. Und vielleicht ist der Bürgermeister schon damit zufrieden, dass wir herausgefunden haben, dass er hier ein Verräter ist. Und dass wir unten einen Ogre-Magier gefunden haben und getötet haben. Auch wenn das wirklich nicht der Kopf des Ganzen gewesen sein kann. Ich meine, der war ja quasi direkt vor der Haustür. Sprichwörtlich. Na gut. Wo war der Bürgermeister? Da. Gerogan trödelt wieder. Ne, da ist er. Gerogan, ich habe gehört, dass ihr die Ruinen der Feuerweinbrücke von den Kobolden befreit habt. Das wissen wir jetzt nicht, ob wir alle Kobolde getötet haben, aber den Ogre-Magier halt. Die werden unser kleines Dorf nicht mehr belästigen. Ich möchte euch zu eurer guten Arbeit beglückwünschen. Alle hier sind überaus dankbar für eure Hilfe. Nehmt dieses Geld als kleines Zeichen unserer Dankbarkeit. 250 Goldmünzen. Na gut, ist jetzt nicht besonders viel, aber wir haben ja noch nicht ganz so viel gemacht. Und es geht hier eher darum, dass das Dorf hier sicher ist, ne? Na gut, dann schauen wir uns jetzt mal im Dorf um und suchen weiter nach einem Händler, was ja eigentlich unser Plan war. Vorher speichern wir nochmal ab. So, LP 37. So, dann schauen wir uns mal um. Also wie ihr gesehen habt, haben wir einen Tempel gefunden und ein paar Edelsteine, aber keinen wirklichen Händler, wo wir Sachen auch verkaufen konnten. Und jetzt sprechen wir gerade mit einem Halblingsmann. Boah, geht ihr zu den Feuerweinruinen? Nee, da kommen wir gerade her, da wollen wir auch nicht unbedingt wieder rein. Da muss man ganz schön was drauf haben und so. Da würde ich ja auch mal gerne hin, aber Omi hat was dagegen. Ja, da hat die Omi wohl recht. Deine Großmutter scheint sehr weise zu sein. Du solltest warten, bis du auf dich selbst aufpassen kannst, bevor du dich allein auf den Weg machst. Und selbst dann solltest du eher noch 10 Level 10 Halblinge mitnehmen. So. Ja, Omi weiß immer alles. Ich bleibe hier, bis ich so stark bin wie ihr. Ein Tick stärker vielleicht. Aber dann werde ich auch ein Abenteurer. Die Händler und Karawanen erzählen immer die wundervollsten Geschichten aus der großen weiten Welt. Am besten ihr geht jetzt. Omi wird bestimmt nervös, wenn sie sieht, dass wir uns unterhalten. Ja, könnte dir Flausen in den Kopf setzen, ne? Aber gut. Halblinge haben zwar nicht so ein Problem mit Besitztümern, aber ich denke, wenn man direkt vor seinen Augen was klaut... Oh, du bist die Omi? Ich wünschte, ich hätte meine alte Tabak. Nee, du bist auch ein Mann. Da seid ihr ja wieder. Ich finde es so schön, mit euch zu schwatzen. Was? Wir waren hier noch gar nicht. Sprechen wir die Sicherheitshalber nochmal ab und probieren einfach mal sowas mitzunehmen. Oh, hat er kein Problem mit. Okay. Aber das brauchen wir eh nicht. Wahrscheinlich haben sie die Mentalität, wenn er es nimmt, wird er es schon brauchen. Ich wünschte, ich hätte meine alte Tabakspfeife. Ja, wir haben keine Tabakspfeife. Oh, ein Trank. Schön, schön. Das sind zwei. Sie vermehren sich. Unbedingt dran denken, nicht mit dem Bogen zu schießen, sonst sind meine teuren Pfeile weg, aber ich brauche Platz. Ich wünschte, ich hätte meine alte Tabakspfeife. So, und ja, das lohnt sich doch richtig. Wer bist du? Bist du die Omi? Ihr seid willkommen. Schön, dass wir uns endlich einmal treffen. Ich habe schon eine Menge über euren Besuch in unserem kleinen Dorf gehört. Es ist sehr schmeichelhaft, so im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Doch werde ich nicht lange bleiben können, so leid es mir auch tut. Ich muss bald weiter, denn wir brauchen einen richtigen Händler. Schade, viele unserer jüngeren Brüder hätten sehr gerne einiges über eure Abenteuer gehört. Im Vertrauen,
Einige unserer älteren Brüder sind ebenfalls Wanderer wie ihr selbst, allerdings im Ruhestand. Solltet ihr einmal wiederkommen, ist euch ein herzlicher Empfang gewiss. Das ist doch nett. Ein Ort wenigstens, wo die Leute noch in Ordnung sind.